Okay, Licht passt, können wir anfangen. Okay, super. Servus, ich bin die Katrin. Ich bin jetzt dann die Isa Roth für 11 Folgen beim Sturm der Liebe und hier ist ein kleines Interview mit mir. Wie hat dir denn der Dreh bei Sturm der Liebe so gefallen? Sehr gut. Was waren alle sehr, sehr nett und ja, ich fand es toll in der bayerischen Serie. Es sind ja nicht alle bei Bayern, die da mitspielen, aber war schön in der bayerischen Serie mitzuspielen. Kommst du denn aus Bayern? Ja, ich bin aus Rosenheim. Aus dem tiefsten Bayern. Oberbayern. Und wenn du jetzt Urlaub in Oberbayern machst, wo kann man dich dann da treffen? Eigentlich im Chiemsee. Am Die Chiemsee? meiste Zeit. Chiemsee oder in München. Okay. Oder beim Kaffee Dinslein in Rosenheim. Zum Frühstücken. Um nochmal zu dem Dreh zurückzukommen, was hat denn dir an der Rolle besonders gefallen? Isa Roth ist eine ziemliche Bitch, wenn ich es jetzt mal so über mich selber als Rolle sagen kann. Ich wollte schon immer mal zum nicht so nette Mädchen von nebenan spielen. Und ja, ich habe über die letzten 4 Jahre in Hollywood gewohnt, da konnte ich viel beobachten. Und jetzt konnte ich echt mal anwenden, was ich die ganzen Jahre beobachtet habe. Und es war sehr, sehr cool, mal so gegen Charakter zu spielen. Ist dir auch sehr einfach gefallen, die Rolle zu spielen? Ja, hat total Spaß gemacht. Aber es heißt einfach. Ich glaube, einfach ist keine Rolle, aber es hat mir Spaß gemacht. Also wenn ich nicht vor der Kamera stehe, dann versuche ich so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen in der Natur. Ich bin gern im Meer. Ich bin gern in Wäldern, an Seen. Einfach draußen. Ich mache viel Sport und ich bin gern mit Freunden zusammen, gehe gern ins Kino. Eigentlich das, was normale Leute machen. Nach dem Sturm der Liebe-Dreh, was sind denn jetzt so deine weiteren Ziele, privat oder beruflich? Beruflich, ich bin offen für alles, was kommt. Das kann man ja nie so planen. Ich würde super gerne mal eine Rolle spielen, wo ich meinen Tennis mit einbringen kann, weil ich über viele Jahre Leistungstennis gespielt habe. Und das wäre für mich so ein Traum, eben eine Rolle zu spielen, die Tennis, wie sagt man, beinhaltet. Ich würde doch gerne mal irgendwie so eine Actionheldin oder so spielen. Ich weiß nicht, ob ich da passe, aber das alles, was halt so mit Sport und irgendwie so mit Bewegung zu tun hat, interessiert mich ungemein. Ich habe übrigens auch eine Stunt-Ausbildung. So, Also, die neue Lara Croft oder die was? deutsche neue Blonde, Lara Croft. Privat, ich möchte einfach glücklich sein und jeden Tag genießen. Und ja, da gibt es vielleicht doch was ich sehr gerne machen würde. Ich würde gerne den Pilotenschein machen. Da habe ich schon angefangen. Und den würde ich gerne beenden. Und wir haben jetzt so ein kleines Flugzeug über das Land fliegen. Das finde ich toll.